Ein durcheinander. Nee, nee, nee. Ist da ja alles kaputt, der Boss. Und die nächste Spezialistin. Und die ist verbuggt. Schnell, bring sie noch. Nein. Komm, da ist sie verbuggt. Jetzt ist sie wieder entbuggt. Aber sie hat ein paar Schüsse abbekommen. Die sind so schnell, ey. Das sind die nervigsten Spezialisten. Danach kommt die der Lachedos. Aber die... Die von Morningstar sind ja ganz einfach. Das sind ja einfach nur Sniper. Die sieht man ja sogar, wo sie hinzielen. Aber die von den Deckers sind wirklich nervig. So, ein Router noch. Ne, zwei. Zwei haben wir schon, zwei müssen wir noch. Die haben auch alle noch ein Schwert dabei, fällt mir mal gerade so auf. Weg. Und noch ein Router weg. Sehr schön. Und jetzt kommt auch schon der dritte Router. Nee, der vierte ist es ja. Haha, ich kann nicht mehr zählen. The routers are shut down. The current's still pulling power from the system. I don't get it. I still see a power core. Oh, cut that link too. Ja, da ist noch ein fünfter Router. Allerdings auf dem Podest des Stuhls. Vorhin noch von Schutzschilden geschützt. Jetzt ist aber auch mal gut, denn so langsam wird die Musik nervig. Und diese Lasershow auch. Da wird mir noch ein Gegner angezeigt und da ist niemand. Da ist noch so ein Lerncomputer, oder? Sieht auf jeden Fall fast so aus. Und abgeschaltet. Sorry. Musste ich die Party wohl unterbrechen. Stoppen Sie Downloads. Geschafft. Domizil. Kraftwerk Burns Hill. Das Atomkraftwerk Burns Hill ist nun ein Domizil der Saints. Ja. Und auch die Festung Burns Hill Reaktoren. Die Festung ist deine. Die Anpassungen oder Verbesserungen gehen zum Burns Hill Reaktoren damit Ziel, um die Kontrolle der Saints auszuweiten und Verbesserungsboni zu erhalten. Ja, wir haben jetzt unsere erste verbesserbare Festung. Das ist einfach ein Domizil, das man noch ausbauen kann. Ja. Sean, die so... Ey, komm, der hat einen Saints-Pulli an und hält in die Luft. Sean, die ist a whore. Na toll. Du Verräter. Eure Schilder manchmal kaputt, aber den Verräter hier, den... Du musst sterben, denn du bist ein Verräter. Wir mögen keine Verräter. Niemand mag Verräter. Niemand! Niemand! Einmal in die Gener... In die Generage, genau. In die Garage. Und über die Garage natürlich rauf ins Penthouse. Und ich zeige euch das jetzt gleich mal mit der Festungsanpassung. Sehr schön, das gibt schön viele Boni, diese Festung. Ja, jeglichen verschafften Respekt gibt 10%. We could open a Johnny World and steal Professor Genki's fans. We'd make murder a family event. So. Jetzt gibt's wieder Bargeld! Yay!
Und http://daggers.sterben. Ja, wir machen jetzt erstmal diesen einen Auftragsblock fertig und kommen dann zum nächsten Auftragsblock. Pierce, you know if that chair thing is ready yet? I don't know. Why ask me? Talk to Kinsey or Oleg. Cause you, I can understand. Think they said they'd be done pretty soon. We could probably head over whenever. Alright, see you when I get there. Yeah. So, jetzt habe ich mal das Utor-Bike rausgeholt, das auch ein VTOL ist. Remarkably, it appears that the computer took no damage during these violent exchanges, and the Saints are believed to have it secured in an undisclosed location. There is no official word regarding the Saints' plans for the computer, but rumors are beginning to swirl around an ambitious new spin on virtual reality porn. Stay tuned for further details. This is Jane Valderrama with your Steelport Mobile Computing News. Ach, Unfug, doch kein... Nein! Ja, das weiß ich. You ready to fuck things up in virtual reality? Safer than being shot at. You can survive a gunshot, but if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kinsey. I know. You ready? Yep. Let's do it. Er sieht doch relativ bequem aus, der Stuhl, würde ich mal sagen. Also, willkommen in der virtuellen Realität. Ja, und wir sind eine Toilette. Kinsey, why am I a toilet? Oops, sorry about that. Let me load up another. You have a plan, yes? I haven't finished your avatar yet. That one's just temporary. I could use some arms at least. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Yeah, toll. Wir sind eine Toilette. Und jetzt eine Sexprobe. Kinsey, perhaps you and I should have a talk. You're complaining, you big baby. Ja, toll. Aber wenigstens haben wir jetzt Arme und Beine. No one survives a fight with me. So, jetzt passt. This is good, Kinsey. Good, because Matt sniffed me out. This is my world to shape as I see fate, not yours. Yeah. Alright, looks like Matt doesn't want you poking around here. You'll have to work your way through his defenses. Let's take down the firewall first. You are the boss here, Kinsey. What is the firewall? It blocks us from accessing the Deckers' data. You'll know when you see it. Yeah. Ich meine, es ist schon 8:30 und bei Schlag den Raben sind wir erst bei Spiel 3. Das ist heftig. Ja, also. Killen wir hier einfach mal mit unserer coolen Cybergun ein paar Deckers. Oh, schade. Jetzt sind wir doch gestorben. Sind wir verrückt. Sind wir hirntot. Tut mir leid. Nochmal. Ups. Ich bin schon wieder ans Mikrofon gekommen. Ist ja furchtbar. Ich glaube, ich war richtig eingestellt. So, jetzt sind wir wieder eine Toilette. Juhu. Alright, you should be seeing a visual representation of the Decker you set now. Kinsey, why am I a toilet? Oops, sorry about that. Let me load up another. You have a plan, yes? I haven't finished your avatar yet. That one's just temporary. I could use some arms at least. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Ja, bitte. Es würde mich sehr freuen, wenn du das jetzt schnell gelöst hättest. Aber es ist mehr als mal wieder die Sexprobe. You're complaining, you big baby. Ja,
just like in the old country. This is good, Kinsey. Good, because Matt sneaked me out. This is my world to shape as I see fit, not yours. Alright, looks like Matt doesn't want you poking around here. You'll have to work your way through his defenses. Let's take out the firewall first. You are the boss here, Kinsey. What is the firewall? It blocks us from accessing the Decker's data. You'll know when you see it. So, ja, sehr schön. Diesmal läuft's etwas besser, würde ich mal fast behaupten, obwohl wir schon wieder fast tot sind. Fighting me is suicide. Happening. He's altering the world's reality there. You'll just have to deal. Toll, jetzt hat er. Das ist ein bisschen, das wird jetzt nervig mit diesen blöden Veränderungen der virtuellen Realität. Ja, sehr schön. Vor allem sind wir jetzt auch noch viel schlechter gegen die Spezialisten, weil wir noch viel langsamer sind als die Spezialisten jetzt. Every fight in this way. Also, hallo und herzlich willkommen im... Since I did one of these. Any help, Kinsey? And ruin it for you? No way, you've gotta figure this out on your own. If you say so. Text Adventure. Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder, als du nimm die Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsterem Schwarz findet. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel ein wenig ausgeht. Ja, suche nach geheimen Türen, laufe zurück, um die andere Fackel zu holen oder gehe weiter. Wir suchen mal nach geheimen Türen. Es gibt keine geheimen Türen. Really? Du rennst vorwärts und betest zu den 31 Göttern des Dias, dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern erhält den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsens, der auf Stein reibt. Was machst du? Weitergehen? Schwärzchen oder Magie benutzen? Benutze Magie! Du beherrschst keine Magie. That's good to know. Ja. Du spürst, dass etwas sehr Böses durch den Korridor auf dich zukommt. Während du wartest, fällt eine lockere Steinplatte von der Decke. Es landet auf deinem Kopf und bricht dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand. Mach ein Nickerchen. Okay. Geh durch das Loch.
Also mach ein Nickerchen. Gehe durch